heute beeindruckt, Janis. Die Zitrone. Man on the Moon hat sie mir gestellt. Und ja, kommen wir mal zur Challenge. Heute, da ist die Zitronen-Challenge dran. Man on the Moon hat gesagt, isst eine gelbe Zitrone. Ich weiß nicht, wie er das genau jetzt erklärt hat. Er meinte irgendwie reinbeißen, Schluck Cola, Mentos oder so. Ich habe sie mir jetzt ein bisschen umgestaltet. Ich habe hier so ein, guckt euch den mal an, der ist, hat richtig hier Spinnenweben und so einen Scheiß drauf. Oder Staub. Ein richtig schöner alter Tequila. Ich werde so ein schönes großes Shotglas Tequila trinken. Dann beiße ich in die Zitrone rein. Dann gönne ich mir so einen Mentos. Ich habe das noch nie gemacht mit dem Mentos-Scheiß. Jetzt werde ich natürlich erstmal die Zitrone filetieren. Wenn schon Tequila, dann richtig Tequila, ne? Hört man jetzt hier, ne? Na, das ist auf jeden Fall zu gewesen, die Flasche. Ich muss mal sagen, ich hasse sauer. Ich hasse sauer wie die Pest. Wer mein erstes Challenge-Video gesehen hat, wo ich meine ersten 10 Abonnenten hatte, der weiß mittlerweile, dass ich sauer hasse. Dann machen wir hier so ein bisschen Cola. Und alle, die mich kennen. Ja, ich mache mich jetzt lächerlich. Und ich tue es für Klicks und Abos und für die Community. Warum mache ich das? Ich habe hier noch so einen Kern. Egal, komm, scheiß drauf. Wir ziehen das jetzt hier durch. Ich schneide das mal. Ich lasse das so. Okay, wenn schon richtig, ne, dann richtig. Ein bisschen Salz. Liebe Kids, ne, Alkohol ab 18. Vor allem hochprozentiger. Gar nicht. Die erste muss ich ausspucken. Oh, ging ja gar nicht. Extrem sauer. Boah. Also der Man on the Moon hat gesagt, Zitrone rein, Mentos rein und Cola. Schaffe ich das? Das war schon extrem sauer gerade. Oh, ich komme gar keinen Schaum. Kann es sein, dass das wirklich nur mit Diät-Cola und Minze Mentos passiert? Okay. Also, ich beiß nochmal in die Zitrone jetzt rein. Beziehungsweise ich esse die ganz. Oh nein, mein Gott. Ich hasse sauer. An dir passiert auch gar nichts. Egal. Ich hoffe, ihr akzeptiert Abo Challenge 50. Ist schon peinlich genug. Oh, sauer genug. Pusht werden auf meinem Kanal? Doch, tut immer noch weh in meinem Mund. Ich bin so säureanfällig. Auf jeden Fall habe ich Lust, noch mal zwischendurch so Challenges zu machen, die wir jetzt, ich werde auf jeden Fall die Mentos Challenge noch mal machen, aber ohne Zitronen. Auf jeden Fall safe, definitiv, die nächsten Tage. Ich muss noch mal Mentos kaufen, dann kaufen wir auch Diät-Cola. Und ansonsten, wenn du gepusht werden willst, lass doch hier einen Kommentar da oder ein Like und gib mir einen Grund, warum ich dich pushen soll. Ansonsten, einfach Janis, Man on the Moon, bitte sei zufrieden mit meiner Challenge. Die nächste Challenge ist die 100er Challenge und da gönnen wir uns mal richtig scharfes Habanero-Pulver. Bis demnächst!